Der Xbox Game Pass ist so ein bisschen wie meine Ex-Freundin. Beide kosteten mich monatlich Geld, aber regelmäßigen Spaß hatte ich sowohl mit ihr als auch dem Game Pass nicht. Dieses Problem hat wohl auch Microsoft gesehen und spätestens seit der E3 wissen wir, dass sie daran etwas ändern wollen. Um mal bei der anfänglichen Metapher zu bleiben, heißt es also, sie spritzen ordentlich Botox nach und geben dem Game Pass doppelte Körbchengröße in Form von neuen Gratisspielen. Und eines davon, welches direkt meine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist The Ascent. Und nach diesem Intro, was mich auf Twitter lebenslang canceln würde, also wenn meine Videos erfolgreich wären, Servus Leute, Ace hier, der Kanal mit Content wie Bill Gates. Erfolgreich kann Apple nicht leiden und ist neidisch auf Jeff Bezos. Heute mit The Ascent, einem Spiel, was als Fusion aus Diablo und Cyberpunk bezeichnet werden kann. Wenn das stimmt, bedeutet es wohl, dass Items gegen Echtgeld gekauft werden können und das Spiel komplett verbuggt ist. Naja, hoffen wir mal das Beste und springen rein. Ich finde es ein bisschen lächerlich, dass ich trotz meiner zweiten Impfung immer noch für den Game Pass zahlen muss. Also, das finde ich schon ein bisschen gierig von Bill Gates. Gut, auf der anderen Seite, irgendwie muss er ja wieder mit Jeff Bezos gleichziehen. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, bin ich quasi Neuankömmling in dieser Kolonie und muss die Jobs machen, auf die kein anderer Bock hat. Und den politischen Witz darüber, den verkneife ich mir besser. Veles heißt dich mit einem wuchtigen Tritt in die Eier willkommen, so wie alle anderen. Ja, das bin ich schon aus dem echten Leben gewöhnt, ist also keine große Umstellung. Okay, Charakter ist erstellt, aber ich weiß nicht, was die mit Hersteller meinen. Kann man da zufällig nehmen, oder? This is big brain time. Oh nein. Oh Gott, mit Hersteller meinen die das Ganze. Oh, jetzt habe ich meine ganze Progression kaputt gemacht. Gut, wegen eigener Dummheit alles nochmal neu gemacht. Und ein wunderschönes T-Shirt an. Ich würde sagen, wir können rein. Aber man kann echt schon von Anfang an sagen, es ist echt ein Spiel, was richtig krass aussieht. Leckt mich am Arsch, sieht es gut aus. Und da war der Cyberpunk-Moment. Jetzt verstehe ich auch, warum die Spiele alle vergleichen. Bist du da einfach durchgeglitscht? Ja, eSports ready, würde ich da sagen. Aber generell ist mega geil, also auch das Combat irgendwie, das fühlt sich wuchtig an. Ich meine, das sind zwar jetzt immer die gleichen Gegner, aber das fühlt sich wuchtig an und sieht geil aus. Also bisher hat's mich gecatcht. Neutrale Person. Heißt also, die hier greifen mich nicht an. Das war natürlich ein Fehler. Hier scheint's Gegner zu haben. Aber ist cool für mich, ja, wann kommen sie? Ah, da kommen sie. Aber ist cool für mich, weil, wie ihr seht, mittlerweile eine automatische, keine Ahnung, was das ist, SMG oder sowas. Ja. Mit einer automatischen SMG auf kleine Leute schießen. Ich fühle mich quasi wie ein amerikanischer Schüler. Oh shit. Boah, Alter. Also ich sag mal so, unsere Mission in diesem Recyclingzentrum, Super-GAU zu verhindern, hat offenbar nicht ganz funktioniert. Oh, und das sieht... Oh ja, das sieht nach dem ersten Bosskampf aus. Und bei allen Special Effects geht mein PC in die Knie. Bro, ich hab mir doch eben erst, oder was heißt eben erst, vor anderthalb Jahren eine RTX 2080 gekauft, Alter. Sogar eine Super. Boah, das kann doch jetzt nicht schon sein, dass es bei dem Spiel jetzt schon wieder in die Knie geht. Oh, da schon wieder. Immer wenn neue Special Effects kommen, kackt das ab. Irgendwie war der Papa Feral jetzt noch nicht so die riesige Herausforderung. Das Einzige ist das hier. Und damit mit den Raketen. Und damit, ja, trifft er halt so gut wie ich in Valorant. Hab jetzt auch meine erste Spezialfähigkeit bekommen, den Hydraulik-Hieb. Bin ich mal gespannt, den probiere ich gleich mal aus und BAM! Alter! Okay, ich muss mal ganz kurz was ändern. In den Einstellungen Gameplay, meine ich, war es, genau. Habe ich vorher gesehen, das Kamerawackeln. Ohne Scheiß, ich muss es runterstellen. Sobald irgendwie eine Explosion oder irgendwas ist, das Bild sofort. Ja, so ist besser.
So ist besser. Gut, jetzt raus aus den Katakomben, nachdem wir unseren Job ja nicht wirklich erfüllen könnten. Oh cool, die haben sogar den Aufzug animiert. Schön die Wartezeiten überbrücken. Und, Alter, die Kollisionsabfrage ist ja mal der Wahnsinn. Bom. Was eine geile Physik, ey. Und da ist auch das Intro-Bild. Und ich muss wirklich sagen, also, das bockt sich jetzt schon. Und es sieht halt absolut fett aus. Also so richtig Drachenlord-fett. So fett sieht das aus. Ich weiß, ich habe jetzt schon ein bisschen über die Grafik geredet und ich komme fast bei der Grafik, aber jetzt schaut euch das mal an. Allein hier, hier auf dem Boden, seht ihr die Reflexion, Junge? Raytracing nennt man das. Also hoffe ich mal. Mal kurz gucken, ob ich es anhab. Ja. Wow. Ganz ehrlich, wie konnten wir eigentlich ohne sowas leben vorher? Quasi unmenschlich ohne Raytracing zu spielen. Alter, der Hauptquestgeber. Der sieht aus, wie wenn Uma aus Witcher 3, könnt ihr euch daran noch erinnern, bestimmt. Wenn Uma aus Witcher 3 erwachsen geworden wäre und seitdem nur noch Synth... Oh Gott. Oh Mann, das wäre ein überragender Witz gewesen. Nur noch Synth Wave hört. So sieht der aus. Um jetzt aber auch mal was am Spiel zu kritisieren, weil ich bin ja quasi Videospiel-Journalist. Nur, dass ich es tatsächlich auch schaffe, Spiele auf hohen Schwierigkeitsgraden durchzuspielen. Größtes Problem ist, dass es einfach nur eine englische Sprachausgabe gibt. Und Alter, ich habe einfach nicht die Gehirnkapazität, um zu lesen. Und mein Englisch ist halt, ja, he she it, das S muss mit. Und das war's dann halt auch. Gut, dann geht's hier lang und da sind schon mal die Gegner. Oh, sind die höheres Level wegen dem Totenkopf? Ist es ein Problem? Okay, anscheinend ist es ein Problem, wenn die höheres Level sind. Alter, haben die mich zerstört. Okay, Mission ist hier ein Nest von den Turbo-Vipern und ja, die heißen wirklich so auszuräuchern. Aber mittlerweile habe ich das Kampfsystem auch drauf, das geht echt gut. So, ist das ein... Bye, have a great time. Alter, die KI manchmal, das Spiel ist echt geil, aber die KI hat echt noch Wegfindungsprobleme. Und... Bam! Bam! Alter, die Shotgun ist ja mal übertrieben geil. Okay, ich habe meine neue Lieblingswaffe. Bam! Die knallt ja mal richtig. Okay, Ziel ist es, 4 Vollchromer zu töten. Vollchromer, die sollen wohl relativ mächtig sein, aber auch ziemlich hässlich. Ah, da ist schon die erste. Mächtig und ziemlich hässlich, quasi so wie... Okay, die war ja richtig scheiße. Ich wollte gerade schon sagen, quasi so wie Politiker, aber die konnte ja gar nichts. Okay, da ist Nummer 2, glaube ich. Bam! 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 Alter, die Shotgun ist so fett. Komm, die macht jetzt richtig Schaden. Oh, shit, voll daneben. Aber egal. Also so viel dadurch, dass die Vollchromo so aufgepumpt haben, dass die so mega krass sind, können die ehrlich gesagt relativ wenig. So, da scheint Nummer 3 zu sein. Erstmal schön Sturmgewehr durchpflügen. Ah, Stufenaufstieg, sehr schön. Und Falcon Punch! Dafür, dass das Spiel, dass ich gelesen habe, das Spiel soll so schwierig sein. Ich meine, guckt euch das an, ey. Die können ja nix. So, da durfte die letzte sein. Bam, bam. Alter Junge, ich pflüge da durch wie nix, ey. Die können ja nix. Alter, das war ja so easy, ohne Scheiß. So, nachdem wir da durchgepflügt sind, sind da unsere Bosse, die wir... Oh shit. Die wir in dem Meeting jetzt beschützen müssen. Und so wie es aussieht, gibt's einen guten Grund, dass die einen Beschützer brauchen. Oh yo. Das ist ein großer Junge. Und da scheinen die Bosse zu kommen, die wir gleich plätten müssen. Oh yo. Das sind beefige Boys, Alter. Das sind so Typen, die bei Instagram in der Bio All Natural stehen haben. Und meinen, dass das keinem auffallen würde. Aber sie schwingen zumindest mit dicken Dingern, wie man hier sieht. Boah. Das ist was ich von mir nicht behaupten kann. Der erste brennt durch die Shotgun. Da gehen wir jetzt rein. Bam, bam. Ausweichen. Und Granate betäubt. Bam, bam. Easy. Der zweite jetzt Charge unterbrechen. Boah. War das ein Blade, Alter. Boah, Junge. MLG Ace wieder am Start hier. Wenn es so weitergeht, sponsert mich G-Fuel in 2 Monaten. Alter, hier in der U-Bahn-Station kann es halt echt nicht sagen, wer jetzt Freund und wer Feind ist, Alter. Ich glaube, ich habe hier schon 50 Zivilisten abgeschossen, Alter. Fühle mich wie so ein Amerikaner im Vietnamkrieg.
Keine Ahnung, wer mir ins Leder will und wer nicht. Aber durchpflügen tue ich trotzdem. Keine Rücksicht auf Verluste. Oh, rote Truhe, das heißt fettes Loot. Gib mir fettes Loot. Bruh. Fuck! Ah, wieder nur so eine Komponentenscheiße. So, nochmal wieder kurz zurück zur Story. Weil das Spiel hat tatsächlich auch eine Story, nicht nur Loot anscheinend, was ich nicht krieg. Alter, sieht das fett aus. Folgendes. Freunde von uns sind entführt worden. Und eine Gang namens Onyx Void, zu der müssen wir, weil die wissen, wer die Freunde von uns entführt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, mein Englisch ist not the yellow from the egg. So, da ist der Anführer von Onyx Void, auch so ein beefy Boy. Und wer hätte damit rechnen können, damit der uns das verrät, also wer unseren Freund entführt hat oder unsere Freunde, müssen wir natürlich erstmal was für den tun. Also, revolutionäres Quest-Design, hat die Ascent jetzt nicht unbedingt. So, und das müssen wir für unseren üppigen Freund tun. Hier ist irgendwo ein Gefangener. Geh mal davon aus, der Typ, der da vorne kniet. Ja, und den müssen wir befreien von dieser asiatischen Gang hier. Und so, wie es den Anschein macht, geht das wohl nicht unbedingt friedlich. Nee, geht nicht friedlich. Also, die können sich unsichtbar machen. Bam. Aber gegen meinen Schlag hilft denen das auch nichts. Das ist auf jeden Fall noch der größere. Alter, die jagen mich mit einem... Das ist ein Katana. Oh. War ja klar, dass die asiatische Gang... Bam. Katanas hat. Oder wie Funk sagen würde, ist das schon rassistisch? Ja, aber die haben sich auch ganz schön leicht wegpflügen lassen. Oh, rote Kiste, geiles Loot, komm, gib mir geiles Loot. Eine geile neue Waffe, ein Katana oder so. Nee, nur Scheiße wieder. Alter, gib mir doch mal geiles Loot. Jetzt will ich aber mal kurz was ausprobieren. Und zwar, hier stehen übelst viele Zivilisten rum, oder zumindest Leute, die mich nicht angreifen. Kann ich... Okay, das beantwortet meine Frage. Ich kann einfach reinhalten. Gut, wieder zurück beim Beefy Boy. Und er meint jetzt, dass den Typen, den wir suchen, oder die wir suchen, die entführt worden sind, befinden sich auf einem Kreuzer. Und da müssen wir sie befreien. Jo, dann mal ab dahin. Hab jetzt neben dem Hydraulikschlag nochmal eine neue Fähigkeit gefunden. Und zwar das hier. Alter, wie so ein Force Field, voll geil. Und da werden alle Bullets langsamer. Junge, wie ein Matrixfeld. Also ich bin jetzt fast beim Kreuzer und das sieht wieder nach Boss aus. Oh ja. Das ist eine üppige Einheit. Ah ja, komm, laber nicht. Mach dich frisch. Bisher, komm, jetzt, das Spiel muss auch ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad jetzt mal anziehen. Weil das war bisher... Oh, guck mal, da sind wieder die Ninjas. Und ich glaube, jetzt habe ich nochmal einen Zivilisten abgeschossen. Komm, zeig, was du kannst. Oh, so ein paar Raketen abfeuern. Bap, 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 bap. Alter. Das Einzige, was die Kämpfe schwierig macht, ist, dass immer mal wieder mein PC in die Knie geht. Ansonsten ist das echt... Oh, schon wieder einen Zivilisten abgeschossen. Fuck. Alter, die Fähigkeiten von dem sind halt auch echt... Also, Entschuldigung, ich habe ja gesehen, teilweise so amerikanische Videospieljournalisten, was natürlich eh ein Witz ist, wurde ihm gesagt, das Spiel soll schwer sein. Wo denn? Alter, der Typ, das sieht man 3 Kilometer entfernt, was der macht. Ich habe nicht mal ein Viertel von meinem Leben verloren. Oh, ich glaube, ich habe eine Waffe aufgenommen. Da schau mal an. Automatische Raketenwerfer. Oh, das ist hart. Oh, yo, Alter. Das sieht ja mal richtig fett aus. So, bin im Kreuzer, jetzt muss gleich der Raketenwerfer mal zeigen, was er kann. Alter, weil ich hier schon beschossen, das ist ja wohl ein Witz. Gun, bam, bam, bam. Okay, wenn die sich ducken, fliegen die drüber, okay. Gut, aber jetzt... Bam, bam, bam. Das ist ja ultra geil. Pap, 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 pap. Pap, pap, pap. Alter, der ist ja mega fett, der Raketenwerfer. Okay, ich weiß schon, ich habe bis jetzt noch keine Waffe geupgradet. Aber jetzt weiß ich safe, welche ich upgrade. Das ist ja ultra geil. Auch wenn... Oh.
Auch wenn der übelst langsam feuert, aber der ist ja mega geil. So, das ist der Typ, den wir finden mussten. Frag mich nicht so blöde Sachen, ich bin leiser Protagonist. Ich hab dir gar nichts zu sagen und kann schon gar keine Fragen von dir beantworten. So. Ah, guck mal an. Jetzt haben wir den Typen direkt zu Uma gebracht. Jo. Oh, yo. Freundlicher Klaps auf den Rücken. Der hat vorher gehustet, das hat man nicht gesehen. So, heute ist immer noch Release-Tag. Wir haben jetzt mittlerweile Nacht um 4, aber eine Nebenquest. Eine Nebenquest geht noch. Ja, akzeptieren. Laber mich nicht voll, gib mir einfach die Quest. Auf Eiersuche. Jo. So, wir sind mittlerweile im Untergrund, wie auch am Anfang von dem Spiel und... Lese ich es gerade richtig? Bestienhoden sammeln. 0 von 10. Ach, das mit Eiersuche war tatsächlich wörtlich gemeint. Ja. Ich hätte vielleicht bei der Quest tatsächlich mal zuhören sollen. Wahrscheinlich, während ich mich da durchgeklickt habe, hat der Typ nur so gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Komm, bei euch wird es doch bestimmt Hoden geben. Ich habe übrigens mittlerweile beide Waffen abgegradet, also sowohl mein Sturmgewehr als auch... Bam, bam, bam. Mein Raketenwerfer. Und wir haben mittlerweile das zweite Ei gefunden. Im Gegensatz zum Adi. Oh ja, der Große da, der wird doch bestimmt... Alter, der Raketenwerfer ist so geil, der cancelt auch voll das Movement, Alter. Das ist ja richtig fett. Komm, dem sein Ei kann ich doch bestimmt haben. Den keins dabei? Oh, Alter. Richtiger Eierloser. Komm, ein Ei brauche ich noch. Wow! Wie ich dem ausgewichen bin. Oh, der ist sehr schön. Da haben wir da gerade das 10. Ei bekommen. Meine, ich kann da 2 von abhaben. Gut, jetzt gehen wir zu Hans zurück. So, da ist Hans. Und ich weiß, war ein Fehler bei der Annahme der Mission, das Ganze zu überspringen. Aber Hans, ich muss echt nicht wissen, was du damit jetzt vorhast. Also, deswegen, ich habe es jetzt kurz gehalten. Like das Video und abonniere den Kanal, damit Hans vielleicht auch mal deine Eier untersucht.